Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute am Mittwoch, dem 21.10.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 902. Und endlich bin ich wieder hier. Illustrator, Apple TV Music, Google-Klage und fürs Web. Was es genau ist, löse ich gleich auf. Zuerst beginnen wir mit dem Adobe Illustrator. Den hat Adobe jetzt freigegeben, und zwar fürs iPad. Endlich gibt es die Zeichen oder Konstruktion oder was auch immer das für eine App ist. Ihr wisst, was ich meine. Denn Adobe Illustrator auch für die iPadOS-Plattformen und somit kann fleißig konstruiert werden. Gleichzeitig hat der Grafikkonzern auch ein größeres Update zum Photoshop oder zu der Photoshop-App rausgebracht. Da gibt es einige an Verbesserungen. Was genau das ist, das könnt ihr nachlesen in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Schon länger in den Gerüchten immer wieder mal aufgetaucht, untergetaucht und dann plötzlich am Montag war die Überraschung groß. Apple Music oder Apple TV Music ist gestartet. Leider nur in den Staaten. Es ist ein Musikkanal, wie wir es älteren Menschen hier unter den Hörern vielleicht von früher von MTV oder dem deutschen Pendant Viva her kannten. 24 Stunden Musik nonstop. Eine interessante Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird und wie das funktionieren wird. Aktuell leider nur für die Staaten und nicht bei uns. Gestartet hat das Ganze mit einem Countdown der 100 erfolgreichsten Top-Songs von Apple Music, die aktuell da drin sind. Am Donnerstag folgt dann, und da wäre ich unglaublich gerne mit dabei, ein Bruce Springsteen-Programm. Also eine komplette Tag nur mit Bruce Springsteen und solchen Geschichten rundherum. Was schlussendlich in einem virtuellen Ereignis gipfeln soll, wo sich 1000 Fans von Bruce Springsteen zusammenschalten können. Ja, klingt spannend. Bin mal gespannt und hoffe, dass der Dienst es auch bald in unsere Gefilde schafft. Muss nicht mal eingedeutscht sein. Wir möchten das auch oder können das natürlich auch so konsumieren. Google wiederum geht es wenig gut, denn die haben eine Klage vom amerikanischen Staat erhalten, vom Justizministerium besser gesagt. Es geht genau darum, was Google schon in der EU vorgeworfen wurde, das Wettbewerbgeschäft oder das Werbegeschäft zu missbrauchen, seine Vorherrschaft da zu missbrauchen. In der EU haben sie eine Milliardenstrafe bezahlen dürfen. Das könnte nächstens auch in den Staaten soweit sein. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht und oder ob es in Richtung Zerschlagung geht, was man ja immer schon wieder mal gehört hat oder lesen konnte. Zu guter Letzt gibt's Neuigkeiten mit iOS 14, was vor einem Weilchen ja gekommen ist, kam ja eine neue coole praktische Möglichkeit, eine Integration von Face ID und Touch ID für iOS und iPadOS Geräte, nicht nur für native Apps auf dem Smartphone, sondern auch für den Web Browser Engine, also WebKit, das was unter Safari ist und unter jedem Browser, der auf dem iOS Device läuft und auf dem iPad OS Device läuft, weil da ist ja immer nur das gleiche von Apple unten drunter. Und da gibt es jetzt eben die Integrationsmöglichkeit von Face ID und Touch ID. Ich freue mich schon extrem darauf, wenn ich meine WordPress-Instanzen schlussendlich dann mit Face ID respektive Touch ID einloggen kann. Mal gespannt bin ich und wir dürfen alle darauf warten. Wenn ihr da Dienste seht, die das Ganze integriert haben, lasst es uns wissen. Würden wir gerne mal ein bisschen genauer anschauen. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.